Das ist Marina. Marina ist 11,5 Jahre alt und stammt aus einem Tierheim in Rumänien. Und das ist Claudia Rieger. Sie arbeitet im Tierheim Pforzheim mit und kümmert sich um Marina. Denn Marina hat ein Handicap. Ihr fehlt der rechte Vorderlauf. Eigentlich gibt es erstmal gar kein Problem, wenn ein Hund drei Beine hat. Ganz viele Hunde kommen wunderbar mit drei Beinen zurecht. Bei Marina ist es so, dass es zum einen vorne fehlt. Und vorne ist es auch schon mal viel schwieriger, wenn da ein Bein fehlt, weil viel mehr Gewicht vorne auf dem Hund lastet. Plus, dass bei ihr das noch vorhandene Vorderbein auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Also sie hatte Arthrose und auch vermutlich schon verkürzte Sehnen. Dadurch, dass sie es wenig belastet hat in den letzten Jahren vermutlich, oder in der letzten Zeit zumindest, so dass sie das Bein nicht voll belasten kann quasi. Also sie kann das nicht richtig durchdrücken. Und dadurch kommt eben dieser komische Gang zustande, dass sie vorne nur halb so hoch ist wie hinten. Warum Marina der Vorderlauf fehlt, weiß Claudia Rieger nicht. Dass der lebenslustigen Hündin mit einem Rollstuhl geholfen werden kann, dagegen schon. Rund 1.000 Euro Spendengelder hat das Tierheim Pforzheim für den maßgefertigten Rollstuhl, der aus den USA kommt, gesammelt. Aber es gibt so Modelle, die quasi ein Vierergestell ist. Das würde heißen, wenn der Hund da drin hängt oder drin liegt, der kann nicht so gut die Kurven mitnehmen. Und bei dem ist es jetzt so, das ist quasi ein zweirädriger Frontrolli. Und da haben wir in Deutschland leider nicht so viele Hersteller gefunden, muss man sagen. Und die auch bereit sind, dann den Hund einmal zu sehen, weil wir sind jetzt für diesen Frontrolli auch erst nach München gefahren, damit der Hund erstmal angeschaut wird, wie das Bein quasi fehlt, wie groß der ist. Und dann wurde sie Maß, also es wurde Maß genommen, wie schwer und wie groß und die Maße alle. Und dann haben wir fast 6 Wochen lang auf diesen Frontrolli warten müssen. Und dann ist man wieder nach München gefahren mit dem Hund und hat ihn anprobiert. Ah. Ja, komm, geht es. Komm. Halt. Die nimmt die Kurven, gell? Ja. Immer. Vor gut 5 Wochen hat Marina ihren Rollstuhl zum ersten Mal benutzt. Noch fällt ihr der Umgang damit etwas schwer. Gezieltes Training soll ihr beim Handling helfen, damit die Mischlingshündin bald in ein neues Zuhause vermittelt werden kann. Genau das meinte ich, das sieht man das. Ja, sie hat es mit dem Gleichgewicht nicht so raus.